Tricks mit X. Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute wieder mit euch zu backen und heute gibt es ein Bananenbrot, optional mit Schokolade, also entweder ihr macht Schokolade rein oder nicht, wie ihr wollt. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht und hier seht ihr mal, was ihr alles braucht. Also wir haben natürlich Zucker, Mehl, Mandeln mache ich immer gern rein, 3 reife Bananen. Ihr seht schon, die Schale ist ziemlich braun. Die sind ziemlich weich, dass es schön süß ist. Dann habe ich Zartbitterschokolade. Ihr könnt auch Vollmilch nehmen, wenn ihr das lieber mögt. Backpulver, damit schön aufgeht. 4 Eier. Dann habe ich noch Kakao. Je nachdem, ob ihr das mögt, halt schokoladiger, kann man das noch in den Teig reintun. Dann eine Kastenform, da kommt dann nachher der Teig rein. Eine Tasse, damit wir die Verhältnisse wissen von Mehl und Zucker, und da drin trenne ich dann nachher noch die Eier und eine große Schale für alles zu vermischen. So, was wir jetzt als erstes mal machen können, sind die 3 Bananen zu schälen und in einer Schüssel zu zermanschen. Und dann nehme ich dann gleich mal die her, holt euch mal eine Gabel und schält die und dann kommen da alle Bananen rein und die zerdrückt ihr dann mit der Gabel. So, ich habe jetzt meine Gabel und mache hier jetzt einfach die Bananen klein, indem ich hier einfach drücke mit der Gabel, bis ihr so einen Brei habt. Genau, und das macht ihr jetzt erstmal. So, ich habe jetzt hier meinen Brei. Ein paar Stückchen sind noch drin, das ist nicht schlimm. Und ihr könnt jetzt optional, je nachdem, ob ihr Zimt mögt oder nicht, dann noch ein bisschen Zimt reintun. Das finde ich, schmeckt eigentlich ganz gut. Und genau, ihr müsst nicht sparen, weil es ja auf die Menge dann auf dem Kuchen nicht viel. Also macht einfach noch ein bisschen drauf. Genau. Und rührt es dann nochmal runter. So, wir machen weiter mit dem Mehl. Wir brauchen 2 Tassen Mehl. Das sind 250 Gramm. Genau, und da macht ihr jetzt einfach mal 2 Tassen voll. So, die 2 Tassen habe ich jetzt in die große Schüssel gegeben. Und ihr könnt jetzt das Backpulver nehmen und da mal 2 Esslöffel Backpulver reintun. Esslöffel ist hier der große Löffel und Teelöffel sind die kleinen. Also wir nehmen den großen und machen da 2 Löffel rein, also 1 und noch 2. So, Zucker brauchen wir. Eine halbe Tasse Zucker, nicht zu viel, weil wir ja die Bananen haben und das auch schon ziemlich süß ist. Also machen wir eine halbe Tasse Zucker. Das kommt jetzt auch einfach wieder hier rein. So. Und wenn ihr das jetzt alles da drin habt, könnt ihr eigentlich auch schon die Bananen in die Schale geben. So. Das dann noch schön auskratzen, dass alles drin ist. Genau. So, jetzt haben wir alles in der Schale. Also Zucker, Mehl, Backpulver, Banane. Und jetzt können wir das mal schon mal ein bisschen rühren. So. Genau, und da kommt jetzt dann noch das Ei rein. Aber das müssen wir erst noch trennen. Genau. So, wir tun jetzt das Ei trennen, also Eigelb vom Eiweiß, schlägst du es hier am Rand auf und dann drückst du das Eiweiß hier in die Schale und kannst das Eigelb immer von einer Eischale zur anderen rüberkippen und so kannst du das Eiweiß und das Eigelb trennen. Genau. Und das Eigelb tust du dann in die große Schale zu den anderen Sachen. Machen wir genau dasselbe nochmal. So.
Ihr seht, manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, aber das bekommt ihr sicher hin. Vielleicht hilft ihr auch ein Bruder oder eine Schwester von euch. Genau. Und wir brauchen insgesamt 4 Eier. So, jetzt haben wir das Eigelb, das Eiweiß hier drinnen und das können wir jetzt mit dem Handrührgerät aufschaumen, dass das ganz steif wird, das Eiweiß. Das geschlagene Eiweiß können wir jetzt auch einfach in die große Schale dazu tun und das heben wir dann auch unter mit dem Löffel. Also einfach den Löffel nehmen und das da runterrühren. So, das sieht dann so aus, wenn du das gescheit verrührt hast. Genau, und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache noch ein bisschen Kakao dazu, weil ich sehr gern schokoladig mag. Je nachdem, wie ihr es mögt, könnt ihr es selbst entscheiden und da kannst du so 3 Esslöffel Kakaopulver reintun. So, ich habe jetzt den Kakao dazugegeben und der wird jetzt auch einfach nochmal runtergerührt. Ich nehme noch meine Mandeln und die tue ich jetzt auch noch da rein. Ich nehme die Hälfte von der Packung, weil es schmeckt auch einfach auch voll lecker, wenn du dann noch Mandeln im Teig drin hast. Also 50 Gramm. Ich nehme jetzt noch die Schokolade und mache die in kleine Stücke und tue die dann noch in den Teig rein. Wenn du auch gerne Schokolade machst, dann würde ich dir das empfehlen, auch zu machen. Und breche die Schokolade einfach schon in der Packung, dass das schon kleine Stücke sind. Und dann kannst du die mit dem Messer einfach nochmal noch kleiner schneiden, damit die da schön im Teig verschwinden. Jetzt kommen die Schokoladenstückchen einfach in den Teig und das einfach auch nochmal alles runterrühren. Jetzt haben wir eigentlich alles schon im Teig drin, aber bevor wir den in die Form tun, müssen wir den noch, also die Form noch mit Butter einreiben, damit da kein Kuchen dann nachher dran kleben bleibt. Dann nehmt ihr euch einfach so ein Stückchen Butter und vielleicht ein Zeber und dann könnt ihr das komplett einreiben. Ungefähr so und das mit dem reibt jetzt einfach die Form ein, auch in den Ecken. Genau. So, ich habe noch ein bisschen Mehl in die Ecken getan, dann klebt es noch weniger. Aber das könnt ihr auch nur mit Butter machen, das ist egal. Ich habe jetzt den Teig hier und werde jetzt den Teig in die Form geben. Ich habe jetzt den Teig in der Form und er kommt jetzt bei 180 Grad für 50 bis 60 Minuten in den Ofen. Da müsst ihr dann mal schauen, nach 15 Minuten mit einem Holzstäbchen am besten reinstechen und schauen, ob da noch Teig dran ist. Dann wisst ihr, ob er fertig ist oder nicht. Oder ihr macht ihn einfach nach 55 Minuten raus, dann ist er sicher fertig. So, ich habe ihn jetzt aus dem Ofen geholt nach 55 Minuten und er ist ziemlich aufgegangen, wie ihr sehen könnt. Ich lasse den jetzt noch abkühlen und dann stürze ich den einfach aus der Form und ja, genau. Und man sieht schon die Schokolade. Sieht doch gut aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr macht fleißig alle dieses Bananenbrot nach. Und genau, ich freue mich, wenn ihr vielleicht bei meinem nächsten Video auch wieder dabei seid. Tschüss!
Oh.